Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Ranked hier auf Pietz mit TV. Heute mit dem Christian, dem Sebastian, dem Jonathan und mit dem Peter. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Oh, was war das denn? Ja, hast du kurz dein Mikro, also einmal. Nee, ich habe mal Luft geholt. Aber das klang gerade so im Hintergrund, als wenn einer eine sehr quietschende Tür aufgemacht hätte. Ja, ne? Das war mein Kniegelenk. Ne? Ach so. Ich glaube, Jonathan, du solltest mal zum Arzt. Ich glaube, Quatsch. Heute stehen die Planeten nicht Mensch. In der richtigen Reihenfolge. Ach, Moment, deshalb. Wie hieß denn der? Bram ist leider nicht da, der ist immer noch im Urlaub. Ich frage mich immer noch, wie hieß denn dieser tägliche Wert, den wir da immer nachgeguckt haben? Ach ja. Heute ja. Ist der nur bei 6. Ja, bei 17 oder so, ja. 17? Ich weiß auch nicht mehr, wie der Wert hieß. Scheiße. Glücklichkeitswert oder ja, irgendwie so eine Scheiße war das doch. Es gab da auch unterschiedliche, ne? Drei Stück oder so. Ja, klar. Also. Ja. Ja, wir schauen uns heute an FKTV, Klassiker, 10 Fakt skurrile TV Momente heißt das, aus Freikörper TV. 10 skurrile Momente aus Astro TV. Also ich bin sehr gespannt, was uns jetzt hier für tolle Sachen erwarten. Ich habe das einmal gesehen, Astro TV, weil ich beim Durchsetzen nicht wegschalten konnte. Ich habe das noch nie länger als 2 Sekunden gesehen. Das stimmt ich nicht, Peter. Alleine schon, wenn wir die Nummer geguckt haben mit dem Reichheitsgel oder irgendeinem Quark. Reichheitsgel? Ja, wie hieß das? War das bei Astro TV oder war das nicht? Ah nee, das stimmt, das war nicht bei Astro TV. Das war 9 Live oder wie heißen diese Verkaufs? Ja, das ist ja dasselbe. Da. HSEQ, H24.de. Ja, HSBC. Jetzt eigentlich auf Mode gekommen. Ui, ja, ich kann es mal wieder nur sagen, alle kennen mich ja aus meinen sehr, sehr erfolgreichen Sendungen. Ich bin ja weltweit auch unterwegs mit meiner ganzen Mission sozusagen. Die nimmt mir einen Trainingsanzug an. Also finde ich lustig, den Namen. Also Trainingsanzug für zu Hause ist völlig geil. Ja, völlig cool, mega leger. Aber es gibt so einen Radius ums eigene Haus. Der ist bis zur Mülltonne. Alle Menschen, die einen Trainingsanzug haben und nicht zum Sport gehen, und diesen Radius überschreiten, haben die Kontrolle über ihr Leben verloren. Ja. Hat sie gerade selber von sich erzählt? Ja, viele kennen mich ja aus meinen weltweit erfolgreichen Sendungen. Ich bin ja weltweit Sendung. Unterwegs, ja. Also die Mutter von Charles. Ja, natürlich. Konntest du dir auch nicht verkneifen, den Joke, ne? Er hat sich die ganze Zeit drauf gewartet. Okay, ja, mega erfolgreich, Ariane Leclerc. Die hat nicht mal einen Wikipedia-Eintrag. Ich habe gerade nach der gegoogelt. Ja, das ist wahrscheinlich eigentlich ein Pornoname oder sowas. Ich glaube, das ist Künstlername. Die gibt's wahrscheinlich nicht. Alter, ruf an A666XXX. Ich hab die auch gegoogelt. Peter. Die Welt der Heilenden. Die andere Nachname von ihr ist Grande. Alter, die Welt der Heilenden Kristalle. Ich wollte gerade sagen, das ist doch viel besser. Du kannst einen Termin machen bei der. Für 300 Euro nur. Jo, auf Lager. Sofort Termin und telefonische Absprache. Warte doch mal, ob ihr das filmen könnt und dann Moment. Nach Geldeingang, ja, also nach Geldeingang, Karma-Beratung, Karma-Auflösung mit Ariane Leclerc und den Klangschalen. Also du musst erst bezahlen und dann bekommst du erst deine Beratung mit Können den Klangschalen. Können wir nicht sagen, wir nehmen Geld in die Hand, die 300 Euro, buchen das und schicken da Bram einmal hin mit Kamera und er weiß nicht, was auf ihn zukommt? Bram in Alter, Gefahr. Die ist insane. Bram, die wir haben da was für dich geplant. Mach das die mal. Die buchen wir für Jonathan. Sie ist durch diverse Meister auf Hawaii, den Kahunas, im Arizona und bei den Apachen gewesen. Und in Tibet, ja. Die Kahuna-Burger sind lecker. Und die kann dir dein Karma betrachten, analysieren und dann auch Lösungen vorschlagen. Das Karma ist ja astrein. Das Problem ist, wir haben gegoogelt nach Ariane und Astro in dem Text steht aber, also Ariane hier, klar, genau, da steht Peel drin. Ja, Ariane Peel hat ein spezielles System kreiert. Alter, Ausbildung zum Klangschalen-Orakel, 1200 Euro. Let's Wait, go. Eine Sitzung das kostet 300 und für das Vierfache kann ich mich einfach selber ausbilden lassen? Perfekt, dann haben wir das nächste Video direkt für 1200 Euro. Ihr werdet jetzt einer von euch für Klangschalen-Orakel. Das kann ich mir vorstellen. Und der muss dann Brams Karma checken. Sie bildet im Jahr nur 3 Leute aus. Ja, das ist oberexklusiv. Dass sich überhaupt so viele dafür anmelden, ist schon traurig.
Weiß aber ja was nicht. Will die einem denn es hier verticken? Das kann doch ein Hobby sein, das verstehe ich jetzt nicht. Den Yoga-Anzug will die einem verticken. Peter. Ach, ja, jetzt nein, du bist traurig. Wenn man Bock hat, Klangschalen-Orakel zu sein. Nein, traurig. Was ist denn daran traurig? Irgendwann hatte ich mal eine Marathonsitzung, ich glaube nach 7 Tagen Sendung. Wer von denen ist denn Ariane Leclerc? Ich glaube niemand. Ich bin eigentlich so platt, dass ich so, nur noch die redet gerade. Und habe wirklich direkt vom Universum ich dachte, einer von den dreien ist das. Aber das sind die Models. So verbunden, weil der Auftrag sozusagen von oberster Stelle gekommen ist vom Universum. Also warte mal, ein Anzug kostet 100 Euro und ja, dann natürlich. Musst du noch 6 Euro Versand bezahlen? Ja. Habt ihr gerade zugehört, was ihr so gesagt habt? Also das Universum hat dir den Auftrag gegeben. Nee, hab ich nicht. Ja, ich empfehle das mal, weil das ist schon ganz schön lustig. Ich habe gerade überlegt, ich glaube, die drei Damen habe ich schon bei GNTM gesehen. Ja. Oh Gott. Komm, ich spule ein bisschen zurück vor euch. Ganz schwierig. Habe ich es auch in der Ecke sitze und habe wirklich direkt vom Universum den Auftrag bekommen, aber ich habe es so verbunden, weil der Auftrag sozusagen von oberster Stelle gekommen ist vom Universum. Um hier? Und so habe ich es ausgeführt. Ja, aber das ist doch wichtig, Peter. Ich habe sogar nichts gesagt. Vom Universum. Ja, die hat vom Universum von Universum, von oberster Stelle des Universums mal. Beauftragt, diese Jogginganzüge zu machen. Du bist nicht das Universum, du bist nur Gott. Ja, der hat das Universum erschaffen. Ja, nee, über Gott ja, steht das Universum. Ja, aber das Christian. Universum, weißt du, als ob Peter alles weiß, was seine Mitarbeiter so machen. So, und wenn das Universum dein Mitarbeiter ist, Christian, dann weißt du das ja vielleicht auch nicht, was das Universum so alles sagt. Ja, das stimmt. Deswegen. Scheiß Universum sagt mir nie was. Ja, kannst ja feuern. Ja, Feuer mal das Universum. Finde ich gut. Oh Mann. Ach. Ich hätte gern gewusst, ob ich schon mal eine Partnerschaft lebe. Ob du noch mal eine Partnerschaft bekommst? Ja. Aber ja. Wann? Das ist im Herbst. Ich kann schon Laub sehen. Alter, hier ist es wirklich die dicke Kugel. Oh mein ich Gott. Kann schon Laub sehen, Alter. Wer ist am Apparat? Hallo? Hallo? Ja, deine Frage? Hier ist Maria. Hallo, Maria, guten Tag. Kannst du mir sagen? Ja, deine Frage? Kannst du mir sagen, wann ich in die spirituelle Selbstständigkeit gehe? Naja. Was ist denn das bei dir, spirituelle Selbstständigkeit? Was meinst du denn damit? Mit dem Heilen. Heilen. Was? Ja, ich guck mal gerade. Ja. Das kannst du machen bis zum Jahresende. Was? Das kannst du machen bis zum Jahresende. Ihr habt doch gefragt, wann? Ja. Was stand da mit Achtung Konkurrenz? War das so ein Hinweis? Ja, weil, ja das ja, war so, was sie in der Kugel gesehen hat, glaube ich. Ja, so. Genau. Jetzt habe ich das verstanden. Das war halt... Achten Sie auf das rote Laufband. Möchte bitte ach, mal unten. Einmal... Wait, die haben in dem weißen Laufband, das weist darauf hin, dass da unten noch ein rotes ja. Laufband ist. Aber vor allem eine Gratisberatung. Wenn du das erste Mal anrufst, dann... Das ist doch dann wieder alles Nepper-Schlepper-Bauernfängerei. Besonders wichtig ist auch der neue Superheld von AstroTV, P. Horstmann. Wie zur Hölle kam dieser Sender immer noch, also 9 Live ist abgeschaltet, aber das AstroTV 2009. Ja, aber AstroTV ist ein privater Fernsehsender, den also der läuft immer noch. Um Gottes Willen. Okay. What the fuck? Ich hab das eingefügt. Oh nein. Ich darf ihn. Geil, eine Ja-Nein-Runde. Noch einmal. Meine, das ist jetzt 9 Live. Hochenergetische, multidimensionale, mediale Beratungsrunde anbieten, nämlich die hellsichtige Intensivberatung in der besonderen Form des Channelings. Diese Runde, liebe Zuschauer, gibt mir einfach die Chance, Ihnen einfach zu zeigen, was möglich ist, was ich für Sie tun kann, dass Sie hier direkte Antworten aus der geistigen Welt erhalten. Vielleicht wissen Sie es noch nicht. Ich bin aber seit meinem 5. Lebensjahr in der Lage, Verstorbene zu sehen, Schutzengel zu sehen, überhaupt geistige Präsenzen zu sehen. Das war so klar.
Alter. Wie irre muss man sein? Seit meinem 5. Lebensjahr auch noch. Ich würde da, vielleicht sind die, aber vielleicht sind wir auch einfach die Irren. Genau. Ja, wir sind die können nicht. Ja, vielleicht kann die ja wirklich Tote sehen. Ja, stell dir das erste, was ich machen würde, wäre zu so einem Crap-Sender gehen und mich da verkaufen für 20 Cent die Sekunde. Vor allem kann, ja die, kann die deine Toten hunderte Kilometer weit weg sehen und ja. mit denen reden. Ja, was denn, wenn sie gerade versucht, da quasi telepathische Kräfte zu nutzen von sich, um dann quasi mit deinen Toten zu sprechen? Ist doch möglich. Ja, vielleicht solltest du da mal anrufen. Nee. Ja. Und da hat es auch schon jemand geschafft. Perfekt. Hallo, spricht Tobias. Wen darf ich begrüßen? Hallo? Hallo, wen habe ich in der Leitung? Hallo? Hallo? Ja, hier ist Tobias. Hallo, wen darf ich denn begrüßen? Muss ich meinen Namen sagen? Musst du nicht sagen. Gut. Du kannst auch einen anderen Namen sagen, aber am besten, oder nennst du mir am besten bloß mal den Anfangsbuchstaben deines Namens. M. Okay. Was darf ich für Monika. Dich schauen? Allgemein oder auf ein spezielles Thema? Zu meinem Mann. Zu deinem Mann, Partner, richtig. Ist, mir geht um nur, mein Mann hat sie 100 Grad verändert. Und ja, ja, das so ja, und ganz genau. Das ist ja dieser Punkt, was ich gerade dir sagen möchte. Na? Es ist innerlich. Aber das hat sich so verändert, dass es ja, wirklich mit dir zusammenhängt. Ja, ja, aber das ist einfach dieser Punkt, was ich gerade meinte. Na? Und deswegen arbeite erstmal damit, den aussehe ich erstmal nicht. Okay, meine Liebe? Kriegt ja, ihr sie wieder zusammen oder nicht? Ob ihr wieder zusammenkommt oder ob was? Nee, ob er sie zusammen zurückbringt, ja. wie er war. Direkt so wie er war, denke ich nicht, weil es ein Lernprozess ist. Ein Lernprozess, aber verändert sich zum Positiven. Oh, ich wünsche dir alles Liebe. Oh Gott! Das ist was, weißt du, die Leute, die da anrufen, du erzählst denen, ja, der verändert sich nicht oder alleine schon kommen wieder zusammen, ja, nein. Weißt du, die glauben dir das und du kannst denen da echt den Tag vermiesen. Und ja, du kannst denen auch das ganze Leben vermiesen, indem du so eine Scheiße erzählst und die glauben dir das. Unfassbar. Und jetzt das weiß die, der wird nicht mehr so wie früher. Das muss, ja, jetzt weiß sie das endlich. Ja, aber das kann ist ja auch sein. Die einfachste Antwort, Peter, weil wenn er jetzt gesagt hätte, der verändert sich, dann hätte die wahrscheinlich noch Folgenfragen gestellt. Und so ja, muss wobei er gesagt sagen, hat, er verändert sich zum Positiven. Aber ja. er wird nicht mehr so wie früher. Und er legt dir, also er wiederholt ja eigentlich auch immer nur das, was sie sagt, ne? Ja, das wollte ich ja gerade sagen. Das ist ja deren Job. Ja. Hallo, ich dachte, die sind wirklich so, Jonathan. Vielleicht sind wir doch die Verrückten. Nein, ich habe nur gesagt, er erzählt ja nur alles nach. Aber die eine, die halt die Toten so. Sehen konnte, vielleicht ja, okay. kann die das ja wirklich. Nee, da muss man wirklich, ja. stimmt. Ey, es gibt Leute, die können irgendwie, durch Zeitenreisen, durch Teleportationsportale aufmachen. Du bist gerade bei Gothic oder was? Nee. Marvel. Weiß ich nicht, aber ne, die sind halt besonders stark, die können sich verwandeln. Also es gibt ja schon krasse Menschen. Was? Na, was du für eine Scheiße. Hat viel Dschungelcamp gesehen mit dem einen, der vor 3000 Jahren schon mal gelebt hat. Telepathie. Der eine wird halt böse, wenn er grün wird. Oh Mann. Weiter. Grün. Ich wird grün, wenn er böse wird. So. Wohnraumveränderung. Frau Mager. Frau Mager. Liebe, ja. Was darf ich für Sie tun, Frau Mager? Ich wollte mit dem Stefan Thun sprechen. Wir sprechen schon miteinander, Frau Mager. Nicht im Fernsehen, oder wie? Doch, wir sind jetzt gerade miteinander verbunden. Hören Sie mich nicht? Doch, ich höre Sie wohl. Also, ich winke Ihnen mal einfach zu. Hallo, Frau Mager. Ja. Gut. Okay, danke schön. Gut. Frau Mager, was möchten Sie denn wissen? Was haben Sie, wo drückt Sie der Schuh? Wo mich der Schuh drückt, und zwar ja im Allgemeinen, sage ich mal. Was? Also, Frau Mager, das Gesundheitshaus gefällt mir bei Ihnen nicht. Ich habe bei Ihnen die gesamte Wirbelsäule als schmerzhaften Bereich. Das heißt, ja. also die Bandscheiben müssen Ihnen arg zu schaffen machen, auch die Hüftgelenke. Ja. Frau Mager, da kommt in den nächsten 2 Jahren eine Hüftoperation auf Sie zu. What the fuck? Alter.
Ja, das kannst du wahrscheinlich zu jeder Frau oder zu jedem Menschen sagen. Ja, für jede Person über 50 kannst du das sagen. Ach du Scheiße, Alter. Ist aber auch schon eine Ansage. Alter, ja, du musst ja auch was mitnehmen, wenn du da anrufst. Ne? Nicht einfach nur so, ja, sieht gerade nicht so geil aus. Nee, direkt Hüft-OP. Okay. Ihr Rücken gefällt. Ja, müssen Sie mal mit Ihrem Orthopäden besprechen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass Sie darauf achten. Wahrscheinlich ist der einfach Marga, Arzt das oder so. Ich wollte gerade sagen, der Bruder von dem hat eine Orthopädie oder sowas. So. Ja. Ja, aber jetzt rennt die wirklich zum Orthopäden und sagt, boah, ich habe bei AstroTV mir die Karten legen lassen. Ja. Und der hat gesagt, boah, meine Wirbelsäule, da müssen Sie unbedingt mal drüber gucken. Und dann sagt der Arzt schon so, Aber ist doch gut, wenn es da eine Vorsorge gibt. Also eigentlich ist das ja gar nicht so schlecht. Ja. Lebenssituation in. Da unten sind die Unklarheiten, darüber liegt der Stillstand, ja. Und da liegt auch direkt dieses Zumachen in Sachen Liebe dran, ja. Da kommt Klärung rein, da finden Gespräche statt, ja. Es wird aufgelöst, ja. Und ich habe hier definitiv die große, starke Liebe liegen, ja. Das heißt, bleib so, wie du bist, ja. Und vor allen Dingen vertraue auf dich, ja? Denn ich habe hier die Auseinandersetzung mit deinem Selbstwertgefühl und mit dem Selbstbewusstsein liegen, ja? Und ich sage dir ganz ehrlich, du brauchst dir keine Schuhe anziehen, die dir nicht passen. Ja? Was? Es wird in Anführungszeichen schneller positiv wieder aussehen, als du denkst. Ja? Der hat mehr Karten da liegen, als wenn er jetzt Magic zocken würde also, oder so. Ja. Daran liegen, dass morgen in Anführungszeichen sich etwas verzögert. Warum antwortet die nicht? Habe aber hier wertvolle Situationen dran liegen, okay? Ja. Ach, du darfst nicht mit dem reden. Ach, er hört sie nur. Also, warte mal keine Sorgen, warte morgen mal ab. Okay? Was ist denn das für ein Scheiß? Dass du nicht mal die hörst? Alles Liebe wünsche ich dir. Genau. Gerne. Tschüss. Ja, jetzt hat man sie am Ende noch kurz gehört. Ja. Okay. Ja. Das, wenn die rebellisch werden, dann werden die einfach weggemutet. Ja. Für dich ist es 17. Aber ja war bei ihm jetzt einfach nur so ein Füllwort. Das haben ja viele Menschen, ne? Also manche Leute sagen ne? Ja. Immer am Ende des Satzes zum Beispiel, ne? Das ist so ein Niederrhein-Ding. Ja, da gibt's viele Sachen. Ja. Ich hätte mal eine Frage zu meinem Partner über die Hellsicht. Mhm. Ja, was möchtest du wissen? Was ich von ihm zu halten habe. Also ich kenne ihn 34 Jahre und es ist ja so eine komische Sache mit ihm. Hat sich auch so verändert in der letzten Zeit. Moment. Vielleicht mal. Du wolltest eine Regieanweisung. Also so geht's nicht. Ne? Ach so, entweder das ist was anderes jetzt. Wenn du eine Frage hast, stell mir die Frage, ich beantworte die über die Hellsicht, ja? Aber die Telepathie ist Gedankenlesen, ja? Was ich in deinen Gedanken lese, du willst eigentlich von dem wegkommen. Ja, es ist also so, ich kann das drehen und wenden, wie ich es will, ne? Das wird immer schlimmer eigentlich. Ja, nee, das ist doch einfach also nur jemand, dem du der verzweifelt ist und anruft einfach, und sagt... Die erzählt was, eine Geschichte, so, ey, mein Mann hat sich verändert und die erzählt dir doch nur genau, also du wirst doch darauf scheinbar geschult, dass du einfach nur dem zustimmst, was halt die Person dir am Telefon sagt. Ja, natürlich, du erzählst dir immer irgendeinen Quatsch. Sonst gibt es ja Gegenworte. Wenn sie jetzt sagt, eigentlich willst du ja bei ihm bleiben, dann wird sie ja sagen, ja, nee, aber sonst würde ich ja nicht anrufen. Nein, aber sie könnte ja auch sagen, bleib bei ihm oder sowas. Ja, aber das gab es, glaube ich, auch schon mal. Das haben wir irgendwann in einem Video mal gesehen, wo dann irgendwer sagte, ja, stimmt aber gar nicht. Oder irgendwie sowas. Das ist dann immer scheiße. Deswegen, das willst du ja nicht haben. Ja, ich glaube auch, dass die am ehesten darauf geschult sind, zu sagen und zu fühlen, was will der Mensch eigentlich und dem einfach das zu sagen, was er hören will. Ja, genau. Ja. Aber geil, ich glaube, diese Entweder-Oder-Joke ist, dass sie gerade quasi Hellsicht wollte und dann meinte, Telepathie geht nicht, denn das ist Gedankenlesen. Kurzer Schnitt, in deinen Gedanken lese ich, du willst von dem weg. Also hat sie doch Telepathie gemacht. Ja, ja. Steht ja auch unten. Unten steht Telepathie, die Gedankenlesung und dann steht da irgendwie Hellsicht, was auch immer das sein soll. Was anderes ist, hat sie gesagt. Entweder oder. Ja, aber das steht doch gleichzeitig da. Nicht. Ich habe es gefunden, Leute. Es war das Magieometer. Das steht heute wieder bei 17. Wer hätte es gedacht?
Der Energieimpulswert ist bei 79 und der BW-Index als Abkürzung für Bewusstwerdungsindex ist bei 47. Ja, nicht schlecht. Der das Magimeter war das. Das Magiometer war Tagesenergie.org. Nice. Okay. Dann wird immer schlimmer eigentlich. Ja, nee, das. Also ich rate dir auch trendisch da. Ja, das trendisch. Er will am liebsten, dass du Schluss machst und das den Gefahr. Wie er will das? Tun. Den würde ich ihm nicht tun. Nee. Wir hatten ja letztes Jahr noch vor Mai die Schwingungszahl auf der Erde. Also wir hatten ja früher 666. Ne? Und es hat sich ja, die erste 9 hat sich ja allmählich gedreht, dann hat sich die zweite 9 gedreht. Und letztes Jahr oder vorletztes Jahr war die letzte 9 war so auf, ja, man kann sagen 5 nach halb. Auf. Dass ihr ungefähr das vorstellen könnt. Wie ja, die, aber das ja? Da gibt es ja viele solche, da gibt es ja viele Mythen drum um die Zahlen, ne? Also ich habe keine Ahnung, gibt's die? Da weiß ich schon, wo es herkommt. Ja, du gehst ja irgendwie immer von 666 aus, irgendwie war das mal die Zahl des Teufels und dann gibt's halt diverse Leute, die irgendwie was von 999 reden und das ist natürlich alles Quatsch. Aber okay, interesting. Also 666 schon, das ist die Zahl des Teufels. Das aber dass die sich drehen, wusste ich jetzt auch noch nicht. Nein, nicht, dass die sich drehen, aber dass das irgendwie gelernt. Falsch interpretiert wurde und das eigentlich umgekehrt war, keine Ahnung. Aber danke, für Silvia drehen die sich. Die drehen sich alle, Peter. Ja. Und die 6, ja? Die hat sich schon ein bisschen gedreht gehabt. Und letztes Jahr haben wir die nach oben gedreht, die 9. Und wisst ihr, wer es war? Und zwar alleine. Die letzte 9 zu drehen. Donald Trump. Was? Was? Ich war das. What the fuck? Die ja, hat die letzte 6 gedreht. Geiler Scheiß. Sie war die 9. Oh mein Gott. Wuff. Tierblick, Carola. Wie funktioniert das? Wie kriegst du die Verbindung durch die Karten mit den Tieren? Oh Gott, ja, ich sagte über die Energie des Anrufers. Mhm. Die sind ja miteinander verbunden. Es geschieht ja alles, was Bezug und Resonanz zueinander hat, ist ja verbunden. Astro-Show. Ich habe eine Frage. Und zwar steht bei mir in der nächsten Zeit irgendwann ein Umzug an. Und ich möchte gerne wissen, ob meine kleine Dackelhündin Suse, ob die bei meiner Mutter weiterhin hier im Haus leben möchte oder ob die mit mir umziehen möchte. Ja. Nee, krieg weiter, krieg ich selber. Habe ich jetzt aber auch gekriegt. Kleinen Moment. Ob die Suse muss ins Tierheim. Ja, jetzt gleich. Irgendwas im Verborgenen. Es geht um irgendeine männliche Energie. Bist du mit einem Partner zusammen? Nein. Ziehst du zu einem Mann? Das ist noch, also da ist eine Verbindung, aber das ist noch was ganz Offenes, also im Moment. Ja. Kennt der Mann die Suse? Nein. Also, das ist jemand, das ist, ach naja, das ist so eine ganz, eine Geschichte für sich selbst. Sie war halt nur irgendwie bedenken, dass dann ein Mann in ihr Leben kommt. Ja, das könnte sein. Vielleicht spürt sie das. Ja, spürt eifersüchtig. Das, ja. Sie war immer irgendwie eifersüchtig auf Partner. Also ich war jetzt auch sehr lange alleine, da hattest du das Problem nicht, aber das könnte sein. Ja, liebe Zuschauer, das war's leider schon wieder. Die Stunde ist ja wie im Fluge vergangen. Mann, das schade. War Wupp, unsere erste interaktive tierische Live-Show hier bei Astro TV. Oh, Gottes Willen, ey. Leute, ich habe einen neuen Trick. Ich bin dafür verantwortlich. Ich habe die Null gedreht. Und was ist es jetzt? Oh Gott. Eine Null. Oh mein Gott, du warst die Null. Holy shit, Alter. Oh mein Gott. Können wir sowas im Stream machen oder so? Die Null drehen. Bram hat doch schon den Richter gespielt. Ja, du könntest den Gott spielen. Ja. Ich gebe auch ab. Das Universum spielst du. Machen wir mal Lebenstipps, finde ich. Ja. Du holst dir ein paar bunte Karten, gib's die legst auf, dann hin und auf. Dann sagst du. Ja. Würde ich an deiner Stelle nicht machen. Zieh am besten weg. Hochzeit? So Quatsch. Jeder Anruf 99 Cent. Der betrügt dich eh. Ja. Einfach immer nur schlechte Sachen sagt die ganze Zeit. Man steht große OP an. Also es kann ja, oh Gott. Ich habe hier meine Flitzestifte, wie wir es nennen. Ja. Ich halte hier oben. Kuli, oder? Alter, das ist Gitti Tag, Junge. Gitti Tag mit den Flitzestiften, mein Was ist denn da los? Die Schellingen. Und die hält die jetzt so richtig geil fest. Mega.
Also du kannst ja gerne an so astrologische Sachen glauben, ja, aber sich da beraten zu lassen, wenn die halt dir irgendwie irgendeinen Scheiß erzählen, nur damit die dich ans Telefon bekommen, Alter. Das kostet nur 50 Cent. Das gehört genauso verboten wie 9 Live. Ja, ohne Witz, ey. Das ist echt alles ganz schön bescheuert. Aber es gibt ja Leute, die daran glauben. Ja, ja. Und es gibt auch Leute, die daran glauben, bei 9 Live anzurufen und zu sagen, Automarke mit A, Audi. Ach nee, falsch, schade. Ja. Aber das stimmt, das ist eine Art von Glücksspiel. Würde ich jetzt auch nicht so nice finden. Schlimm. Sieht meine Helferin aus der jenseitigen Welt und gibt die Antwort auf alle ihre Fragen, außer Gesundheit. Alles andere dürfen sie mich fragen, was ihnen wichtig ist. Außer Gesundheit? Ja, weil du wahrscheinlich verklagt wirst dafür. Mitteilung aus der geistigen Welt haben. Und zwar habe ich einen Herzensmann und mir wurde schon mehrfach prophezeit, dass wir zusammenkommen. Mhm. Und da geht nicht vor und geht nicht zurück. Da ist noch eine andere Frau und die ist sehr dominant. Und ich wollte jetzt einfach mal wissen, ob ich was machen kann oder... Er bleibt noch. Denn er Ach, das ist der Flitzestift. Hat noch nicht den Mut... Aha. Moment, krieg ich noch was? Das ist einfach nur der 10 Cent Plastikstift. Das ist hier Flitzestift. Das ist so einer, den kriegst du irgendwie an der Würstchenbude noch hinterhergeschmissen. Gehalten. Genau. Aha, das heißt, diese andere Frau, die tut aber auch alles dafür, dass er auch bleibt. Mhm. Wie ist deine Frage? Was sagt das Jenseits zum Astro-TV? Bitte? Astro TV. Was? Astro TV? Ich glaube, das ist ein Scherzanruf. Wow. Alter. Also die. Alter. Ich finde. Das ist ganz schön schmutzig. Das ist eine Bauernfängerei. Das ist eine Bauernfängerei für, ich sag mal, entweder Gutgläubige oder auch vor allen Dingen auch ältere Menschen. Und das ist schlimm. Das ist wirklich. Das ist echt. Ich meine, stell dir mal vor, weißt du, wir alle haben ja irgendwie eine Oma oder zumindest eine Oma gehabt, ja? Und deine Oma kommt irgendwie bei der nächsten Familienfeier an und sagt: Ja, ich habe bei Astro TV angerufen, die haben gesagt, ich soll den Opa verlassen. So, ja. Und dann. Ja. Das geht doch nicht. Also. So absurd. Ja, ich glaube, schwierig. Das müssen wir jetzt aber auch unseren Zuschauerinnen und Zuschauern nicht sagen, dass man das nicht wirklich gibt und ihr da nicht drauf reinfallen sollt, aber. Es ist schon sehr skurril, sich das mal anzugucken. Ja, aber wer da so weiß, läuft. Was die Sterne einem sagen? die Sterne sagen Elon gucken. Musk, dass er zum Mars muss. Ja, das möchte ich sehen. Ja. Ich möchte auch sehen, gespannt, wie mal von uns jemand zum Mars geht. Ja. Das sagen mir die Sterne. Und die Sterne sagen mir auch, danke, dass ihr eingeschaltet habt heute mal wieder zum Rekt, wo wir skurrile Dinge gucken auf PietSmiet TV. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Tschüss.